herrlich von hier aus zu sehen, wie viele Leute heute Abend gekommen sind und wie viele Gäste da sind und es ist einfach klasse, absolut klasse. 150 Jahre MKG. Ja, und ihnen geht es immer noch gut, prima. Und alle sind wohlauf und hier. Ja, mein Name ist Paul-Martin Kambeis und ich bin jetzt seit einem Jahr der neue Präsident der MKG 1868. Ja, was bin ich? Ich bin Maler, Grafiker und Bildhauer und habe zwischen 1991 und 97 an der Akademie der Bildenden Künste studiert, Malerei und Grafik bei Professor Robin Page oder Professor Bluebeard. Vielleicht kennen Sie den noch. Den Mann, lauter, soll ich lauter sprechen? Der Mann mit dem blauen Bart, das war mein Professor. Und vor 150 Jahren wurde also diese alteingesessene Künstlergenossenschaft gegründet. Das muss man sich überhaupt erst mal so vorstellen, wie München vor 150 Jahren ausgesehen hat, wie das war. Da hatte noch kaum jemand Strom. Da gab es keine Autos. Da fuhr man zu solchen Events mit einer Kutsche. Es gab gerade mal seit 20 Jahren einen Hauptbahnhof, mit dem man dann verreisen konnte mit dem Zug. Also kein Telefon, kein Licht. Und da haben sich also Künstler, wenn die sich treffen wollten, in Wirtschaften getroffen. Da haben sich... Da haben sich Künstler an Stammtischen getroffen. Da gab es die Stubenvollgesellschaft. Irgendwo am Oberanger war die. Und da trafen die sich, haben kräftig getrunken, gestritten, gefeiert und sich überlegt, wo man jetzt noch ausstellen kann und wie man Bilder verkauft. Es hat eine Zeit lang gedauert, bis man drauf kam, wir brauchen sowas wie eine Dachorganisation, ein Verband, irgendwie was Offizielles. Und so kam es dann, dass am 7. Juni 1868 König Ludwig II. Der Genossenschaft der Bildenden Künste Münchens, denn so hieß die MKG damals, die Rechte einer juristischen Person verliehen hat. Ja, und damit königliche Privilegien. Und seitdem sind wir, die Münchner Künstlergenossenschaft, königlich privilegiert. 1868. Was bedeutet dieses königliche Privileg? Ich habe mir in den letzten Tagen immer wieder Gedanken gemacht, weil auch im Gespräch mit der Presse immer wieder das so aufkam. Was ist denn dieses Privileg? Und was bedeutet sowas heute? Ich werde dazu später noch was sagen. Weil ganz wichtig war damals die Verbindung zum Hause Wittelsbach und dass König Ludwig II. Auch Schirmherr war für die Jahresausstellung der MKG. Und seit dieser Zeit war eigentlich immer das Haus Wittelsbach vertreten als Schirmherr für die MKG bis zum Jahre 1918. Da gab es hier die Bayerische Revolution und da wurde Bayern zum Freistaat. Dann war es vorbei. Es war vor genau 100 Jahren. Und umso mehr freue ich mich, dass es heute wieder dazu kommen kann, dass also seine königliche Hoheit Franz Herzog von Bayern, das amtierende Oberhaupt des Hauses Wittelsbach, die Schirmherrschaft für diese Ausstellung übernommen hat. Kann leider heute Abend nicht persönlich da sein, aber zwei also aus der Familie sind da und ich begrüße Sie schon mal ganz herzlich. Wir haben hier seine königliche Hoheit Prinz Christoph von Bayern und die Gattin, ihre königliche Hoheit Prinzessin Gudila von Bayern. Herzlich willkommen. Es gibt noch weitere Grüße. Wir haben natürlich sehr viele Leute eingeladen, die alle nicht unbedingt da sein konnten. Unser Oberbürgermeister Dieter Reiter lässt Sie alle herzlich grüßen. Er hat leider eine ganz wichtige Sitzung. Der zweite Bürgermeister, Josef Schmidt, konnte auch nicht kommen. Aber ich bin umso mehr erfreut, dass seine Frau heute Abend da ist. Frau Nathalie Schmidt, sie ist nämlich auch noch die Gründerin und die Vorsitzende des Vereins Münchner für München. Also Münchner für Münchner, so rum. Und ja. Ihr Verein unterstützt Menschen, die aufgrund von Arbeitslosigkeit oder Krankheit oder Altersarmut in finanzielle oder soziale Notlage geraten sind und eventuell schnelle, unbürokratische Hilfe brauchen. Ich komme dann nochmal später auf Sie zurück. Einen ganz besonderen Gruß soll ich Ihnen auch noch ausrichten vom Staatsminister für Bildung und Kultus, Wissenschaft und Kunst. Herr Dr. Ludwig Spähnle ist leider heute in Berlin verhindert.
Da wird die Regierung gerade gebildet, Sie haben es bestimmt mitgekriegt, kann leider nicht kommen. Ministerialrat Dr. Thomas Osterkamp ist leider heute auch verhindert, aber auch er lässt Sie recht herzlich grüßen. Ich glaube aber, dass ein anderer Ministerialrat, AD, Herr Siegfried Preibisch, heute Abend da ist. Richtig? Er ist auch verhindert. Hm? Der ist da. Schön, schön, dass Sie da sind. Prima. Dann darf ich außerdem Frau Brigitta Brunner heute begrüßen. Sie ist nämlich die Regierungspräsidentin und auch, glaube ich, die erste Frau, die Regierungspräsidentin von Oberbayern ist. Richtig? Ja. Herzlich willkommen. Ja, dann darf ich auch noch Herrn Drescher vom Kunstförderverein begrüßen, Herrn Tobias Kurzmeier vom Aktionskreis für Wirtschaft, Politik und Wissenschaft. Und dann hätte ich gerne noch den Professor Dieter Rehm, Präsident von der Akademie der Bildenden Künste, begrüßt. Ist leider auch verhindert. Die planen gerade die Diplomausstellung, kann heute leider nicht kommen. Aber begrüßen möchte ich ganz gerne die Delegation der Schlaraffen der Monarchia mit einem aufrichtigen Lulu. Lulu! Alles klar. Wir sind ja jetzt schon seit einigen Jahren hier in diesem Haus im Ägyptischen Museum und deswegen bedanke ich mich auch ganz persönlich nochmal bei Frau Dr. Schoske. Sie ist die Direktorin hier vom Staatlichen Museum Ägyptischer Kunst und ich möchte mich auch bei ihrem Stellvertreter bedanken, Herrn Dr. Schlüter, der ist gerade mit Grabungen beschäftigt im Sudan, aber auch von ihm viele Grüße. Ja, es gibt vielen Leuten, die wir hier danken. Und Dankbarkeit ist für mich auch als Präsident irgendwie was ganz Wichtiges. Und für uns Künstler vielleicht überhaupt eine ganz, ganz wichtige Tugend. Und deswegen haben wir uns auch was einfallen lassen. Und wir von der MKG haben uns dann irgendwann mal gedacht, wir möchten gerne dieser Dankbarkeit für die Aufmerksamkeit, die man uns schenkt, die möchten wir gerne irgendwie darstellen können oder umsetzen können. Und da ist unser Ehrenpräsident Nikos Detmar auf eine fantastische Idee gekommen. Wie wäre es, wenn wir jährlich eine Medaille, eine Ehrenmedaille verleihen? Und an wen? An Leute, die sich für die Münchner Kultur, für die Kunst verdient gemacht haben. Und da ist uns auch dann gleich jemand eingefallen. Und bevor ich sage, um wen es geht, gebe ich ganz gerne das Wort ab an Nikos Detmar, denn der hat die Ehrenmedaille entworfen und gießen lassen. Vielen Dank, Herr Präsident. Sehr verehrte Anwesende, liebes Ehepaar Krassinger, jetzt hast du mir schon was, meinen ersten Satz hast du mir schon gestohlen, das ist ja unfassbar. Also, Sie werden ihn trotzdem hören. Anlässlich unseres Jubiläums haben wir beschlossen, als äußeres Zeichen die neue Medaille der MKG zu stiften. Danke. Mit ihr soll nun jährlich eine Persönlichkeit der Stadt geehrt werden, die sich um die Münchner Kultur verdient gemacht hat. Danke. Das Wort Kultur kommt mir leicht von den Lippen, aber was ist eigentlich damit gemeint? Und schon erinnere ich mich an meinen Lehrer August Everding, den ja viele von Ihnen noch kennen, nehme ich an. Everding wurde nicht müde, und Studenten immer wieder zu erklären, dass das Wort Kultur aus zwei Teilen bestand, nämlich dem Kult und dem Ur. Kult war für ihn alles, was der Mensch entwickelt hatte, um dem Ur, also der Natur, etwas entgegenzusetzen. Dass das Menschliche, also etwas entgegenzusetzen, was das menschliche Leben transzendiert. Wie wir alle wissen, außer Herr Trump, ist dem Naturprozess ziemlich egal, wie die letzte Premiere der Münchner Staatsoper kritisiert wurde oder ob Venedig im Meer versinkt. Wie wichtig ist nun diese Transzendenzwirkung des Kultes für uns? Überlebenswichtig, wie ich meine. Nur in ihm können wir das Potenzial entwickeln, das nur dem Menschen zu eigen ist, nämlich die Dimension des Geistes. So sehr ich auch meine Atelierkatze Mimi liebe, sie verweigert beharrlich ein Gespräch über kulturelle Belange. Und nun kommt schon wieder einmal Karl Valentin ins Spiel.
womit natürlich Kunst ist schön, macht aber viel Arbeit. Kultur ist schön, macht aber viel Arbeit. Wer geht nicht gerne ins Theater, in die Oper oder in wunderbar konzipierte Ausstellungen? Wer freut sich nicht über die schöne Münchner Innenstadt mit ihren herrlichen Gebäuden, nebenbei bemerkt oft von ehemaligen Mitgliedern der MKG gebaut? Dahinter stehen Menschen, die es sich zur Aufgabe gemacht haben, in mühseliger Kleinarbeit, in nervtötender Routine und im alltäglichen Ringen mit dem Mitmensch einen kulturellen Lebensraum zu erschaffen. Sie treffen auf Unverständnis, müssen Geldgeber und Sponsoren überzeugen und sind sich nie sicher, ob ihre Bemühungen auch anerkannt werden. Zwei dieser Menschen ehren wir heute, das Ehepaar Grassinger. In der Vorbereitung habe ich mich mit der schönen Publikation Künstlerhaus 1900 bis 2010 befasst. Darin ist ihr beider ungeheuer reiches Leben beschrieben, diese Jahrzehnte voller Leidenschaft für die Kultur. Dem ist hier mit wenigen Worten einfach nicht gerecht zu werden. Sie haben zusammen als Paar und später Sie, Frau Grassinger, in unermüdlichem Einsatz für die Renovierung und die Neuorientierung des Münchner Künstlerhauses für uns alle einen ganz besonderen Ort am Leben erhalten und neu kreiert. Heute präsentiert sich das Künstlerhaus mit einer fantastischen Mannschaft, weil das ist ungeheuer wichtig. Mir fällt da immer Sprichwort ein, also wie der Herr so's Geschirr. Und das ist etwas, was sich immer wieder bestätigt. Einem übervollen Programm und großartigen Kunstausstellungen einen Glanzpunkt in der Münchner Kulturlandschaft. Und ich erinnere mich noch an ein Gespräch mit Ihnen, Frau Grassinger, als Sie damals über die Dalí-Ausstellung sprachen, was Sie dafür Sorgen hatten, ob das ankommt. Es war ein großer Erfolg. Das Publikum ist geströmt. Ich habe einen Eindruck von den Menschen Maya und Peter Grassinger gewinnen können. Und Menschen erkennt man eher an kleinen Gesten wie an großem Ausdruck. Als ich Frau Grassinger bat, mir doch eine Einladungsliste zu schicken, schrieb sie mir, das sei nicht nötig, ob ich vielleicht noch einen Platz für sie reservieren könne. Ich habe es geschafft, unter Androhung hochnotpeinlicher Konsequenzen und unter Ankündigung meines drohenden Nervenzusammenbruches eine dünne Liste zusammenzubekommen. Liebe Grassingers, liebe Frau Grassinger, Sie werden jetzt gnadenlos geehrt, ob es Ihnen passt oder nicht. Keine Chance des Entkommens. Die Medaille ist so groß und schwer, dass Sie sie nicht übersehen können. Ich bitte nun Maya und Peter Grassinger zu mir, damit ich Ihnen die Medaille und die Urkunde, die wir irgendwo auch haben, wird nachgereicht. Ich werde jetzt mit der Medaille mal anfangen. Und ich komme jetzt zu Ihnen. Ich komme öfters Haus aus, wir sind ja dann sehr verbunden mit Ihnen. Das wird auch der Martin gleich nochmal erzählen. Und der Martin nimmt mal die Medaille, zeigt sie mal stolz rum. Wir haben das stundenlang geübt. Und nun darf ich das Mikrofon nochmal den Geehrten geben. Zuerst die Dame. Die Dame kann gerne aufstehen. Macht sie heute wirklich sehr gern. Ja, wir sind natürlich sehr erfreut und
ich habe mit vielmal das Wort Danke eingeübt, werde ich dann gerne nachher sagen, weil Sie mir ja so gedroht haben. Ich hätte es natürlich auch mit einem Wort machen können, was ein Münchner Kabarettist mal gesagt hat: Fragen Sie mich doch mal, wie es mir geht. Fragen, wie geht's Ihnen? Ausgezeichnet. Das wäre mit einem Wort gegangen. Aber jetzt glaube ich. Vielleicht geben wir erstmal meinem Mann das Mikrofon. Der würde das gerne im Sitzen oder stehen. Lieber Kassiger. Meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Mitglieder dieses Vereines, ich darf Ihnen eine ganz große und lange Rede halten. Denn ich sage zu Ihnen allen Danke. Was haben, dass ich Danke sage? Natürlich. Das ist vollkommen richtig. Nur was man hat. Ja. Zeigen Sie sich dem Publikum. Die Presse. Bitte hier rüber. Hier auch. Danke. Ja, dann darf ich meine vielen. Dann müssen wir jetzt das anders machen. So und so. Das geht schon. Geht so. Also, jetzt will ich es nicht mehr hergeben. Nee, das ist doch wieder. So, bei der Münchner Künstlergenossenschaft möchte ich mich sehr herzlich für diese Auszeichnungsgedanken bedanken. Und Ihren Leitgedanken, das Emporranken der Münchner Künstlerhausstiftung zu beräuchern, nicht zu wanken, schlank und rank mit Ihren Ehrengedanken zu verzieren und allen Halunken abzudanken. Damit die Kunst in Ihren Lichtschranken voll zu tanken, diesen heutigen ehrenvollen Erntedank habe ich Ihnen ohne Hintergedanken zu verdanken und werde weder den Panzer noch alten Aktenschrank mit dieser Auszeichnung umranken, sondern auf der edlen Korallenbank stets offen verankern. Danke. Darf ich dem Herrn Präsidenten das Mikrofon übergeben? Danke. Ich habe das Mikrofon. Meine Damen und Herren, die Münchner Künstlergenossenschaft. Ist ja schon viel erzählt worden, viel geschrieben worden. Wer mehr über die Vergangenheit der Münchner Künstlergenossenschaft erfahren will, weil darüber möchte ich jetzt gar nicht so viel reden, der kaufe sich doch dieses hervorragende Buch über die Münchner Künstlergenossenschaft, das die Frau Charlotte Mosebach geschrieben hat, die auch da ist. Da erfahren Sie alles, wie es dazu kam, wer alles mit dabei war, was so passiert ist. Wie ich zur Münchner Künstlergenossenschaft kam, ist vielleicht auch ganz interessant für all diejenigen, die das noch vor sich haben. 2015 war das, als ich mich zum ersten Mal als Gast hier beworben habe. Und als ich hier mein Bild abgegeben habe beim Herrn Detmar, fiel ihm als allererstes schon mal auf: Mensch Junge, wo ist denn der Rahmen? Das Bild ist ja gar nicht gerahmt. Ja, junge Künstler rahmen ihre Bilder nicht, die hängen die einfach so auf. Und ich hatte das doch glatt überlesen. Und es ist etwas, was immer wieder wohl passiert. Und was habe ich gemacht? Ich bin dann sofort zum Bösner gefahren, habe mir Latten geholt und habe dann, während die anderen aufgehängt haben, diesen Rahmen zusammengedengelt, damit das Bild schön gerahmt ist. Und wusste, okay, das wird mir jetzt nie wieder passieren und ich werde persönlich dafür sorgen, dass anderen das auch nicht mehr passiert. Und wir arbeiten immer noch an der Kommunikation für alle unsere Gäste, das irgendwie mitzuteilen, dass das Besondere der MKG ist, eine besondere Rahmung zu haben. Und das ist nicht verhandelbar. Und das ist etwas, so eine ganz Eigentümlichkeit, die mag man bei der MKG oder man mag sie nicht. Und ich mag das irgendwie. Und ich wurde dann Mitglied
und habe mich dann sehr befreundet mit dem Herrn Detmann. Wir haben dann uns öfters mal getroffen und überlegt, was kann man mit der MKG machen? Wohin geht es? Was kann so eine Organisation wie die MKG in der heutigen Zeit überhaupt noch bewirken? Und dieses königlich privilegiert ist sowas, was mir immer wieder was mich immer wieder zu Gedanken anregt, was das denn bedeuten kann. Weil damals, vor über 150 Jahren, war das ein bestimmtes Privileg, eine bestimmte, würde ich mal sagen, ja, ein Privileg in Richtung Steuervergünstigungen, weniger Aufwand, weniger Bürokram. Okay. Aber heute ist königlich privilegiert ja vielleicht ein Begriff, mit dem ich eine gewisse Haltung verbinden kann. Und ich bin heute Nacht erst draufgekommen, was das königliche Privileg für mich bedeutet. Und zwar fühle ich mich als Künstler königlich privilegiert. Und das Leben als Künstler oder die Haltung eines Künstlers, die ist etwas ganz Besonderes. Und vielleicht haben Sie ja selber schon mal gehört, dieses Zitat von Joseph Beuys, jeder Mensch ist ein Künstler. Jeder ist ein Künstler. Oder das Zitat, Kunst kommt von Können. Vielleicht haben Sie das auch schon mal gehört. Und ich muss feststellen, beides stimmt gleichzeitig. Denn wir Menschen sind alle Künstler von Geburt an. Nur verlernen wir das dann wieder. Vielleicht haben Sie sich ja auch mal irgendwie daran erinnert, wie das so war, als Sie Kind waren. Ihr erstes Erwachen oder Ihre erste Kontaktaufnahme mit der Welt. Also bei mir war das ganz klar, war mir eine Karriere als Sänger beschieden. Also ich kam auf die Welt am 13. August und war Sänger. Für andere war das vielleicht Geschrei, aber ich glaube, jede Mutter, die hier irgendwie im Saal sitzt, die den ersten Gesang ihres neugeborenen Kindes hört, für die ist das kein Geplärre, sondern die schönste Stimme der Welt. Und so lernen wir die Welt erstmal als Sänger begreifen. Später, wenn wir da so umeinander tapsen, dann werden wir natürlich Tänzer. Und zwar werden wir Tänzer, bevor wir gehen können. Tänzer und Performer. Später fangen wir an, die Welt zu begreifen. Begreifen sie mit unseren Händen. Dann sind wir Bildhauer. Als ich meinen ersten Farbkasten kam, war ich Künstler. Und so ging das immer wieder voran. Künstler sein heißt, die Welt auf eine ganz besondere Art und Weise zu erkunden. Bevor man es kann. Bevor man sprechen lernt und Worte richtig sagt. Ich kann mich immer wieder daran erinnern, gerade in der Schule, wenn es dann hieß, ja, das ist nicht richtig gezeichnet oder das ist nicht richtig, das ist nicht schön. Diese Bewertungen, die erst später im Laufe des Erwachsenwerdens dazukommen, die halten uns Menschen davon ab, Künstler zu sein. Also könnte man dieses Sprichwort, dieses Zitat von Joseph Beuys dahingehend ergänzen, würde ich mal sagen, jeder Mensch ist ein Künstler, aber nicht jeder bleibt es. Und ich kann nur Sie, meine Damen und Herren, immer wieder dazu einladen, wenn Sie selber einen kreativen Schub bekommen, dann schalten Sie diesen Richter, diesen Kommentator ab. Lassen Sie es einfach zu. Technik kann man lernen. Ja, man kann Kreuzschraffur lernen, wie man Farben mischt. Das ist schon richtig. Aber Künstler sein, das kann man nur verlernen. Das ist so meine ganz besondere Sicht. Und die möchte ich eigentlich auch jetzt als Präsident irgendwie diese Botschaft auch in die Welt tragen können. Denn für die MKG habe ich noch einen ganz besonderen Traum. Also genau wie mein Namensvetter Dr. Martin Luther King ja auch einen Traum hatte für eine bessere Welt. Was eine Organisation wie die Münchner Künstlergenossenschaft leisten sollte in Zukunft. Und da sehe ich einfach immer wieder die Probleme, die Künstler haben in der Verwirklichung, weil sie nicht wissen, wie man heutzutage mit den Medien umgeht. Was eine Homepage bewirken kann oder die sozialen Medien wie Facebook und Twitter, wie man damit umgeht. Und das ist auch eine Technik, die man lernen kann. Und wäre es nicht fantastisch, wenn es sowas gäbe wie eine MKG-Akademie, sage ich jetzt mal, die neben einer Akademie, wo man malen lernt und alles über Kunst lernt, wo man diese, man sagt auf Neudeutsch, Social Skills lernt, wo man also nicht einen Vortrag hört, sondern es in einem Training direkt erfährt und erlebt
indem man sofort meinetwegen einen Facebook-Account einrichtet oder sofort auf Instagram was postet und sich gegenseitig das beibringt. Oder wo man lernt zu kommunizieren. Was mache ich denn eigentlich, wenn ich auf einer Ausstellung bin wie dieser hier als Künstler und Leute kommen an mein Bild? Was mache ich denn? Wie verhalte ich mich denn? Wie rede ich mit den Leuten, die sich für meine Kunst interessieren? Das wäre ein Verkaufsgespräch für Künstler. Stellen Sie sich vor, Sie könnten das tatsächlich irgendwo lernen, in einem Training erfahren, wie man sich vernetzt, auch mit anderen Gruppen. Und Vernetzung ist auch so ein Schlagwort, was mir so ganz wichtig ist für die Münchner Künstlergenossenschaft. Und wir haben bereits im letzten Jahr damit angefangen, mal untereinander die verschiedenen Künstlergruppen, dass wir uns einladen und uns treffen und uns begegnen. Wann kam das denn vor in den letzten 50, 60, 70 Jahren? Und da habe ich die Julia Reich von der neuen Gruppe kennengelernt, sie sitzt da mittendrin. Und wir haben das so ein bisschen initiiert und laden regelmäßig die Münchner Künstlergruppen ein. Oder auch die Münchner Sezession kam einmal zu einem Treffen, dann war die Allotria da, fantastisch. Die neue Münchner Künstlergenossenschaft, die kommt vielleicht auch demnächst nochmal. Und was können wir gemeinsam, die Künstlergruppen in München, gemeinsam arbeiten? Denn ich bin mir sicher, uns vereint mehr, uns eint mehr, als uns trennt. Und Sie wissen ja auch, dass die Münchner Sezession sich damals 1992 getrennt hat von der Münchner Künstlergenossenschaft. Weiß eigentlich gar nicht mehr, warum. Ja, ich glaube, es ging um künstlerische Differenzen. Da waren einige, die wollten moderne Sachen ausprobieren. Da ging Lovis Corinth raus, Max Liebermann, Franz von Stuck, die wollten da nichts mehr wissen. Ich war nicht dabei. Ich weiß nicht, da gab sich ein Wort des anderen und dann war man verkracht oder so. Waren Sie dabei, Herr Kestel? Nee, Sie waren auch an dem Tag nicht da. Aber ich würde sagen, sag mal wieder gut, oder? Ja, waren wir schon immer. Ja, und es geht eben nicht mehr darum, dass man getrennt irgendwie und sich voneinander irgendwie entwickelt, sondern welche Gemeinsamkeiten wir haben. Und deswegen bin ich auch umso erfreut, dass ein anderer Vertreter der Münchner Sezession, nämlich Professor Jung Bojau, heute Abend bei unserer Ausstellung mitmacht als Vertreter der Münchner Sezession, mit dem ich außerdem meine ganze Studienzeit verbracht habe. Hallo, sei gegrüßt, Jung Bojau. Und dass wir noch einen ganz besonderen Ehrengast ausstellen können, nämlich den Matthias Gankhofner. Der ist Präsident vom Künstlerhausverein. Ist der auch da? Matthias? Aha, ist noch nicht da, kommt wahrscheinlich noch. Um auch Ihnen zu zeigen, wie wir miteinander arbeiten wollen. Na, der größte Traum wird wahrscheinlich sein, vielleicht in 10 Jahren, dass es auch sowas wie MKG-Ateliers geben wird, wo also Künstler zu guten Preisen ein Atelier mieten können und behalten können. Wo wir in der MKG Leute finden, Sponsoren aus der Wirtschaft, die uns unterstützen und vielleicht auch mit investieren. In diese Richtung möchte ich eigentlich meine ganze Energie reinstecken. Und das ist gut, dass Sie heute Abend da sind, denn Sie können uns auf diesem Weg begleiten. Hätten Sie Lust dazu, diesen Weg mit der MKG mitzugehen? Sie tun es ja, indem Sie jährlich hier zur Jahresausstellung kommen. Und auch dafür sind wir sehr dankbar. Und es wäre sehr schön, wenn Sie uns weiter die Stange halten und Bilder kaufen. Die sind alle käuflich erwerblich. Oder uns unterstützen, indem Sie unseren ganz neuen Katalog kaufen. Der sieht dieses Jahr so aus. Mit Goldprägung. Haptisch fantastisch. Fühlen Sie mal. Also es ist, der kostet dieses Jahr 7 Euro statt 5. Ist ein bisschen teurer, ist auch ein bisschen edler, auch viel, viel dicker geworden. Aber dafür spenden wir auch 2 Euro. Und zwar an den Verein Münchner für Münchner, für die Nathalie Schmidt. Also Sie tun auf jeden Fall allen Münchnern was Gutes, indem Sie diesen Katalog erwerben. Was auch dieses Jahr noch total neu ist, ist, dass es ein Portfolio gibt. Den gibt es auch noch mit dazu zum Katalog. Da sind alle 100 Künstler, die wir so sind, bei der MKG, vertreten. Mit einem Foto, mit einer Vita.
damit man das mal sieht, wer das alles so ist. Und wenn ich da so reinschaue und da so durchflippe, wow, dann sehe ich junge, mittlere, alte Menschen und arbeiten durch sämtliche Genres hindurch. Da war ich sehr, sehr froh, dass wir das jetzt hier haben. Mir fällt gerade auf, weil ich hier so die Bücher sehe, dass ich einen ganz besonderen Gast heute Abend vergessen habe. Ich habe mir ihr Buch mitgenommen, eine Biografie über Franz von Lenbach. Und dieser Franz von Lenbach, vielleicht ist das so die Brücke, dieser Franz von Lenbach, genau, diese Biografie wurde von Frau Brigitte Gedon geschrieben, die heute Abend auch hier ist. Herzlich willkommen. Vielleicht klingelt es bei dem einen oder anderen, dass Gedon ja auch ein Freund war, Lorenz Gedon, ein sehr guter Freund von Franz von Lenbach ist und ein wichtiges Mitglied und Bildhauer war in der Münchner Künstlergenossenschaft. Und da haben wir sie heute Abend auch hier. Und das ist sehr schön. Franz von Lenbach, eine sehr inspirierte Persönlichkeit, steht immer noch so ein bisschen Pate für die MKG, weil der einen ganz besonderen Spirit hatte. Als einmal Richard Wagner in München verweilte, bat ihn Lenbach in sein Atelier für ein Porträt. Und Richard Wagner natürlich, klar, kam natürlich und ließ sich porträtieren. Und was macht Lenbach? Er lädt zwei seiner besten Freunde ein, kommt mit, bringt eure Staffeleien mit oder eure Leinwände und malt ihn mit. So haben die ihn zu dritt gemalt. Lenbach war also jemand, der geteilt hat. Und diese Haltung vermisse ich so ein bisschen in der heutigen Zeit. Und diese Haltung, dass wir gemeinsam an etwas arbeiten oder dieses gemeinsame Netzwerk aufbauen, das ist so ein bisschen für mich die Hoffnung, dass wir diesen Spirit in der MKG wieder beleben und leben. Das war es von meiner Seite, meine Damen und Herren. Sie sind alle hier und Sie sind alle durstig und wollen die Bilder sehen, wollen runter in den Saal und Kunst sehen. Ich bedanke mich, dass Sie mir so aufmerksam zugehört haben und wünsche Ihnen noch einen wunderschönen guten Abend. Danke. Applaus